Moin, Johannes hier zu einem zweiten Teil unserer Serie zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro in Brasilien. Und zwar gibt es im olympischen Modus hier noch ein paar Disziplinen, die ihr nicht gesehen habt. Und ich werde deswegen nochmal eine zweite Kampagne hier starten. Neue Kampagne, die die alte überschreibt. Man kann immer nur eine parallel haben, werde in die Schwierigkeit normal wieder gehen und werde versuchen, die Dinge zu machen, die im ersten Teil gefehlt haben. Ich hatte in der früheren Folge schon mal gesagt, dass die Disziplinen, in denen Mannschaften antreten, relativ wurscht sind, beziehungsweise dass das Land wurscht ist. Das heißt, ob ich mit Brasilien jetzt beim 100-Meter-Lauf antrete, ist genauso erfolgversprechend wie mit Jamaika. Man sieht hier bei den Top-Disziplinen stehen Volleyball, Leichtathletik und Segeln. Die Tatsache, dass es Segeln im Spiel nicht mal gibt, zeigt dann, glaube ich, relativ deutlich, dass das einfach ein Informationsgimmick sein soll. Das ist kein Spielelement, in welchen Disziplinen Mannschaften hier von Vorteil wären. Ja, was machen wir? Welche Mannschaft wähle ich denn? Ich würde sagen, ich nehme mal Griechenland. Mal gucken, was wir für die Erfinder der Olympischen Spiele in der Antike tun können. Und ich zeige nochmal Ausschnitte hier von der Eröffnungsfeier bzw. von dieser Anfangszeremonie, die hier in dem Spiel wirklich, wirklich schön umgesetzt ist. Ihr könnt die allerdings im Vollen nochmal sehen in meinem ersten Teil dieses Let's Plays. Von daher werde ich das demnächst dann hier beenden, hier mit diesem schönen Blick über London, über das hell erleuchtete London bei Nacht und auf das Olympiastadion hier, das wunderbar in der Landschaft liegt und innen die Flaggen der ganzen teilnehmenden Länder. Außen das olympische Feuer, die Flamme, die während dieser Spiele brennen wird. Und wir gehen mal rein in die Disziplinen. Dreisprung der Herren, das hatten wir zum Beispiel noch nicht. Das Bogenschießen hatten wir schon. Ist jetzt hier als Damendisziplin ausgeführt, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Die 200 Meter der Herren hatten wir, meine ich. Die hatten wir. Dann machen wir die 100 Meter Freistil noch der Herren. Und legen gleich mal los mit dem Dreisprung. Der Dreisprung ist relativ ähnlich zum Weitsprung. Insbesondere hier im Spiel. In der Realität, glaube ich, hat das schon auch eine Verwandtschaft, eine gewisse. Der Anlauf ist letztlich gleich, aber die Taktik in den Sprüngen ist natürlich im Dreisprung nochmal komplizierter, das ist klar. Und hier spiele ich jetzt Christos Galanos, den Fantasiesportler aus Griechenland, der sich im Dreisprung der Herren stellt. Der Anlauf war schon mal nix. Schauen wir mal. Trotzdem für die Taktik einmal 45 Grad, 45 Grad, 45 Grad. Nee. Das hat noch nicht funktioniert. Ungültiger Versuch. 17 Meter werden etwa gesprungen. Der Weltrekord liegt bei 18,29 Meter. Jonathan Edwards hält ihn, meine ich. Zumindest mal einen reingesetzt. Weltrekord ist weit weg. Ah, okay. Übergetreten leider. Ansonsten haben die drei Sprünge einigermaßen funktioniert. Der dritte von 6 Quali-Sprüngen, anders als in der Realität, wo es nur 3 Quali-Sprünge gibt. So ein bisschen, das hatte ich ja auch in früheren Folgen schon mal gesagt, ist die der Realismus hier eingeschränkt, wenn man allerdings dann Sonic und Mario bei den Olympischen Spielen sieht im Vergleich für 2016, dann ist das definitiv der beste Weg, um euch einigermaßen realistischen Sport zu zeigen. Und es ist auch tatsächlich kein völlig dumpfes Button-Mashing, wie das ja oft in solchen Spielen der Fall war. Und jetzt gucken wir mal, dass ich hier überhaupt einen Versuch zustande kriege. Vielleicht muss ich mich nochmal konzentrieren für einen Sprung lang so richtig und euch ein bisschen weniger Kommentar zugestehen. Der Anlauf ist deutlich besser. Gehen wir früh los, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, es ist mal was drin und das reicht schon für die Führung. 17,26 Meter, ein gültiger Versuch. Ich denke, das dürfte außer Frage stehen. Und dann waren das drei schöne Hop, Step und Jump. Die drei Sprünge im Dreisprung. Die sind alle drei gut gelungen. Je weiter oben man hier in dieser Kraftanzeige ist, desto besser noch. Also auch innerhalb des grünen Bereichs macht es nochmal einen kleinen Unterschied, wie hoch man liegt.
das war jetzt der letzte Winkel, war ein bisschen zu steil, das waren hier 72 Grad, unten rechts wird das angezeigt. Das reicht aber, um sich auf Platz 1 im Dreisprung der Herren zu qualifizieren. Es war ein bisschen hakelig, tut mir leid für die Aufregung, aber im Endeffekt hat es funktioniert. 100 Meter Freistil der Herren, es geht mal wieder ins Aquatic Center, hier in Rio de Janeiro. Und wir werden sehen, ob wir uns da fürs Finale qualifizieren können mit Griechenland. Georgios Savidis tritt an für Griechenland im schicken weißen Badehöschen mit der passend gewählten Badekappe und hoffentlich gut vorbereitet auf dieses Halbfinale. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links und so weiter. Dritter Platz, im Moment zweiter jetzt, dritter, also offenbar ein enges Duell um Rang 2 und dann die Wende. X, ah, ich habe nicht Y getroffen, aber trotzdem bin ich in Führung nach dem Wechsel. Offenbar keine Stärke der KI auf Stärke Mittel, dieser Wechsel. Guter Rhythmus, Weltrekord ist weit weg. Platz 1 geht, oh, knapp hinter Tschechien. Oder? Links oben fehle ich in der Darstellung. Was ist los? Ich bin doch hoffentlich nicht disqualifiziert. Nein, ich bin in persönlicher Bestleistung Sieger. Gucken wir uns ganz kurz ein paar Bilder aus der Wiederholung an und dann schauen wir auf das Ergebnis zeitgleich mit Jan Horak aus Schweden. Aus Tschechien, Entschuldigung. 48,03 Sekunden, 2 Sekunden Vorsprung auf den Chinesen. Ciao, ciao. Dreisprung. Der Herren ist unsere nächste Disziplin. Es geht ins Finale im Olympiastadion von Rio. Und unser Sportler aus Griechenland ist mit Favorit. Das kann man durchaus so sagen, denke ich, nach der Leistung im Vorkampf. Und er hat sich mit 17,21 Meter die Pole Position gesichert. Er ist in Führung gegangen. Und jetzt geht es darum, das zu wiederholen und diesen Platz vor allem zu verteidigen. Sich vielleicht noch ein bisschen zu steigern. Vielleicht sind hier 17,50 Meter drin. Viel zu früh, viel zu früh. 16,50 Meter. 16,51 genau. Guter Anlauf. Wahrscheinlich übergetreten. Die Weite wäre aber gut. Das wären über 17 Meter und der ist knapp drüber faul. Sie haben es vielleicht über die Außenmikrofone gehört. Dritter Versuch. Anlauf nicht ganz optimal, aber der Fuß passt etwas besser. Trotzdem keine Steigerung. 16,41 Meter. Auf Platz 6, 17,18 Meter. Also es würde die Weite reichen, die unser griechischer Sportler hier im ersten, im Vorlauf gesprungen ist, im fünften Versuch dort. Der erste Versuch von hier reicht nur für Platz 6. Und das war einfach eine schlechte Position. Schlechter Winkel, schlechter Abstand zum Absprungbalken. Das ist Sprung 5. Der Zähl ist ja riesig, aber ich glaube, er ist übergetreten. Er ist übergetreten und es war ein Riesensprung. Der letzte ist der beste! Sieg! Gold für Griechenland. Ein Sicherheitssprung, aber drei wunderbare Winkel. 17,68 Meter und das muss reichen für den Olympiasieg. Für Gold. Und wir gucken uns das nochmal an. Hier 1, 2, 3, dynamisch, kräftig, sprungkräftig. Christos Galados gewinnt Gold im Dreisprung. 17,68 Meter im letzten Versuch, obwohl sich Darius Comaneci aus Rumänien und der Slowakei Jan Harnack nochmal steigern. Mit 17,37 Meter, 17,20 Meter. Aber er gewinnt und Benjamin Grabsch, der lange geführt hat, geht mit 17,18 Meter leer aus. 2 Zentimeter hinter der Bronzemedaille. Aber Christos Galanos ist der Mann des Tages. Er gewinnt den Dreisprung der Herren und wir gucken uns die Siegerehrung an und hören uns ein paar Takte der griechischen Hymne an. Das ist das erste Gold für Griechenland bei einer Leichtathletik-Disziplin seit 38 Jahren.
Gold für Griechenland. Und die 38 Jahre waren natürlich erfunden, was ihr daran erkannt habt, dass 38 Jahre kein olympischer Abstand ist. Ja, manchmal muss man ein bisschen was erzählen fürs Programm und fürs Publikum. Es geht hier gegen Jan Horak, der übrigens nicht nur den Weitsprung, sondern auch das Schwimmen für die Tschechen macht. Geht's hier in die 100 Meter Freistil. The crowd goes quiet. Silence as the athletes take to the blocks. We're off and we're underway in the men's 100 meters freestyle final. Back to the surface and we start to see the early leaders. All eight athletes very, very close through 25 meters. Stroke for stroke. Let's try a moment. That's not a good turn, and now the pressure is really on. First place, Czech Republic. In second is China. In third place is Greece. Now approaching the three-quarter mark in this race. Jetzt sind wir Zweiter. We're into the final 10 meters. A hero will be born as they touch down. Ja, Jan Horak gewinnt. Er war auch schon im Vorlauf ja stark. Ist zwar 24 Minuten langsamer als im Vorlauf, gewinnt trotzdem, weil Georgios Savvidis Leistung nicht bringt, 48-87, das habe ich nicht gut gemacht, so oft den Rhythmus nicht getroffen, beim Wechseln die Taste nicht getroffen, das X. Und es ist eben nur Silber, aber trotzdem wird das reichen, um die Führung in der Medaillenwertung zu behaupten. Wobei die Tschechen im Weitsprung, im Dreisprung gerade, sie haben gleich Bronze gewonnen, oder? Ne, sie haben gar nichts gewonnen. Die Slowakei war das, mit ähnlichem oder gleichem Namen. Könnt ihr gleich nochmal im Video nachgucken. Die Slowakei hatte Bronze gewonnen im Dreisprung und jetzt gewinnt Tschechien Gold im 100 Meter Freistilschwimmen hinterher. Gut. Das war die erste Folge mit neuer Mannschaft als griechischer Sportler und wir sehen uns gerne wieder in der nächsten Folge mit neuen Disziplinen, Disziplinen, die wir noch nicht hatten und mit einem Land, das wir noch nicht gespielt haben. Ich freue mich drauf, wem das Video hier gefallen hat, der darf gerne einen Daumen hoch da lassen, darf ein Abo da lassen oder sich die Playlist angucken. Ich freue mich über alles.